Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, jetzt gehen wir nicht lang schnacken. Gehen wir doch direkt zu Oswald und hören uns, was der Typi uns zu erzählen hat. Ja. Let's go, würde ich sagen. Ein bisschen schneller. Schneller, 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 schneller. Das Schwert haben, den haben wir auch. Oh! Seid ihr irgendwie dazwischen hier? Hallo, Dude. Eine ruhmreiche Rückkehr. Aha, let's go. Kein schlachterprobter Däne würde diesem Schmalzklumpen jemals in den Kampf folgen. Es ist mir gleich, wie viele Schilde er mir bringt. Du lehnst meine Geschenke also ab, Bruder? Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist ein großzügiges Angebot, Bruder. Es wäre dumm, es auszuschlagen. Wenn du ablehnst, wird deine Schande die Namen deiner Söhne und Enkelsöhne beschmutzen. Halt dich da raus, Wolfsmal. Nimm das Geschenk. Wir haben größere Probleme. Gehört er zu Rüd? Ja, er schlich um die äußere Mauer und suchte nach einer Ritze, um ein paar Dutzend Männer einzuschleusen. Die habe ich übrigens gefunden. Wo es einen Speer gibt, gibt es noch mehr. Vielleicht hätte er uns was verraten können, wenn er noch leben würde. Ich ließ gerade Wasser, als er mich überraschte. Es hieß entweder er oder meine Pflugschar. Wo hast du ihn gefunden? Vor der Wallanlage von Norvik, direkt am Ufer. Sie werden nach Zugängen suchen, um eine Horde Plünderer hineinzuschmuggeln. Gott. Suche einen anderen Späher. Wir verhören ihn. Ich sehe mich um. Ihr anderen bleibt hier und außer Sicht. Mhm. Wenn mir jemand verdächtig vorkommt, bringe ich ihn her. Finde und besiege einen Späher. Die Späher werden ihr Lager bei ihren Booten vor der Stadt aufgeschlagen haben. Einer von ihnen wird reden. Wurden unweit kleiner Boote bei Norman und Norwex gesehen. Einmal drumherum schippern hier. Die sollen ja hier irgendwo sein. Getötet. Ich bin nur ein Schweinebauer. Ja. Dafür bist du aber verdammt gut bewaffnet. Bleib unten, du Wattwurm. Meine Freunde möchten gern mit dir reden. Lass mich. Ich sagte doch, ich bin ein Kuhhirte. Lass mich gehen. Deswegen ist er ja auch. Sagtest du noch, du wärst ein Schweinebauer. Das ist auch nicht falsch. Ich halte sehr viele Tiere. Du bist genauso Däne wie ich. Spar dir den Atem, Lügner. Können wir das mit dem machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen noch irgendwie auf die Brücke raufkommen oder so. Da geht's hoch. Müssen wir erstmal auf die Brücke irgendwie rauf oder was? Dass wir da irgendwie rüberkommen. Ist hier irgendwie eine Brücke? Gab's doch eine Brücke hier. Die da, die wollte ich nehmen. Aber ich weiß nicht. Da heult schon wieder jemand.
muss da irgendwie auf diese Brücke rauf. Ich meine, ich kann sonst auch... Ich glaube, das Wasser ist zu tief, um durchzuwarten. Gucken wir einfach mal. Weil ich komme da nicht rauf. Und darauf komme ich auch nicht mit dem Typen. Ja. Halt nicht auf die Brücke. Kann ich irgendwie durchwarten? Jetzt zu unserem Schiff rüber. Oh, das geht doch. Wer ist ertrunken? Warte mal. Ist tot oder was? Komm her, Schatzi. Ja? So. Ablegen. Führung übernehmen. Also riechen tut er wahrscheinlich wie ein Kuhhirte. Jetzt aber. Dann machen wir das so. Ich nehme mal wieder mit. Diesen hier. Hat Rüd dich geschickt? Sprich, und vielleicht erlebst du den morgigen Tag. Weibisches Schwein. Ja. So machst du dir hier keine Freunde. Nö. Das war eine tödliche Beleidigung, Junge. Ich würde den Bastard töten. Gib ihm keine Zeit, das zu wiederholen. Ich frage noch einmal, was hast du an Norwegs Mauern verloren? Ich kam dir meine Aufwartung zu machen, Herr. Oswald, dem wimmernden Sachsenschwächling von East Engla. Und du überlebst vielleicht, wenn es sein muss, tue ich dir noch mehr weh. Oh, das könnte ich den ganzen Tag tun, du sabbernder Blutsack. Gib mir nur einen Grund. Leck meine Dreck. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an, an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norwig an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen. Ne. Das sollte genügen. Nun stirbst du. Das war nicht notwendig. Doch. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Du hättest ihn selbst niederstrecken sollen. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Ich war es. Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. East Englas Wohlstand hängt von unserer Sicherheit und Einheit ab.
Solange Rüds Clan hier herumpoltert, ist beides unmöglich. Ich muss selbst mit ihm sprechen. Von Mann zu Mann. Es gibt keinen Platz für ihn in East Anglia. Das muss er von mir hören. Gut. Ich beginne morgen mit der Suche nach einem neuen König. Schön, dich gekannt zu haben, Herr. Rüd frisst deine Lunge zum Abendessen, Oswald. Halt dich fern von ihm. Als würdiger König muss ich den Mann treffen, der uns plagt. Ich entzünde das Feuer in Dunwig und stelle mich ihm, wenn er kommt. Bist du dir sicher? Rüd ungeschützt im Freien zu treffen, birgt viele Gefahren. Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns ihm stellen und dürfen nicht weichen. Komm, Oswald. Wir brechen nach Dunwig auf. Und natürlich werde ich euch beide dort ebenfalls sehen. Sonst wird das Lied eurer Feigheit noch über Generationen ertönen. Sicher brecht ihr jeden Moment nach Dunwig auf. Wir werden dort sein, Eivor. Du sprichst nicht für uns, Statthalter. Muss ich euch Witzbolde daran erinnern, was Halfdan mit uns anstellen wird, wenn East Anglia in Rüds Hände fällt? Ja, da gehen wir natürlich auch gleich hin, aber ich wollte einmal die Minischätze hier kurz sammeln. Nur mal kurz, das ist ja nicht viel. Das muss da irgendwie eigentlich hier drin sein, oder nicht? Was hier? Noch nicht. In dem Zelt war noch einer. Oder nicht? Oder bin ich jetzt deppert? Deppert bin ich, okay. Nee, ist hier in der Nähe. Ach, ich und Karten lesen. Nicht da drinne. Ups. Ach, ich hab gar keine Pfeile mehr. Ich muss mir die Pfeile noch holen. Hier sind keine Pfeile. Warum sind hier keine Pfeile? Das ist nicht nett. Beim anderen waren aber Pfeile, ne? So, was haben wir noch? Den guten hier. Nur auf den Dunwig. Und das dürfte ja hier eigentlich auch nicht sehr weit weg sein, oder was? Das ist okay in dem Bereich, den wir noch nicht aktiviert haben. Okay. Okay. Ist er nicht da drüben? Oh, da drüben. So, Kiste. Kiste, Kiste, meine Lieben. Kiste, Kiste. So, next.
Nesten da. Also da könnten wir theoretisch die Schätze hier abgrasen. Was könnten wir machen? So, bin ich eigentlich stark dafür. Dann könnte man natürlich auch den Adler noch aktivieren. Über uns. Okay. Tut mir leid, Honey. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Arme Baubau. Ich mag Baubau. Ich würde sonst sogar sagen, dass man das macht und danach den. Die Schätze kann man immer später nochmal holen. Also auf jeden Fall irgendwie noch Pfeile. Sind hier irgendwie noch Pfeile? Nein, jetzt sind keine zu sehen. Jetzt auch nicht so schlimm, wir kriegen schon noch Pfeile. Ansonsten muss man ohne Pfeile kämpfen, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Tudum. So. 1000 Meter, dann würde ich auf jeden Fall einmal Hops hier suchen. Rauf da. So. Mit Hopsi sind wir weitaus schneller da. Immer schön weiter. Ich weiß ja nicht, was für eine Stadt das ist. Dieser Ort wird gut bewacht. Habe ich nämlich schon fast gedacht. Ach, wir müssen sogar dran vorbei, also müssen da gar nicht durch. Ja, ich weiß, deswegen gehe ich ja weiter. Ich will dich ja nicht irgendwie. Belästigen. Manchmal, man muss halt auch Kämpfe abwägen, ob das Sinn macht oder nicht. Es kann auch sein, dass wir zu dieser Stadt noch kommen werden. Also von daher. Essen ist immer gut. Wir schwimmen. Ich glaube, wenn wir das, da aktivieren wir halt auch die versteckten Schätze noch so. Dann hat man so einen kleinen Überblick, wo man überall noch hin muss. Deswegen mag ich gerne den Adler mal als erstes machen. Ich
Das sieht eher aus so wie ein verlassenes Ding da oben. Muss Hoffnung. War da nicht König? Wir müssen da nach oben, okay. Wahrscheinlich kommen wir hier auch nochmal her. Hier ist auf jeden Fall eine Mini-Quest, die können wir vielleicht noch machen. Komm schon. Und synchronisieren. Triff dich mit deinen Verbündeten. Sünden nicht. Schicke sie in die gleiche Hölle, die sie über unser Land brachten. Ist wieder so eine kämpfende Nonne. Hast du diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Oh. Du Ratte. Ich will keine Nonne schlagen. Halt ein, Sechsin. Wow. Ich will dir nichts tun. Wow. She's not bad. Oh. Schwach, nutzlos. Möge Gott dich niederstrecken. Wiederhole es. Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen. Dämon. Wir haben gerade eine Nonne getötet. Das ist echt uncool. So, was schreibt die denn? Wertvolle Opfergabe. Oh Herr, nimm diese Gaben, mein Blutopfer, als Zeichen meiner Ergebenheit für deine gute Sache. Ich habe ein Dutzend Heiden erschlagen, um deinen Ruhm zu mehren. Und auch wenn einer hoch unter die Dachsparren kroch, um zu sterben, zerschmettere ihn dort, wie es dir beliebt. Möge sein Blut und sein toter Körper dich gnädig stimmen. O Herr, dein dir ergebener Apostel, Sankt Alfwine, der Heidenhammer. Oh mein Gott. Wie sagt man so, dass Toten eine Todsünde ist und so? Was sagt uns das, meine Lieben? Ah, das habe ich gerade gesehen. Das nehmen wir gleich alles mit. Ein Stessel. So, wir haben hier auch noch ein Artefakt. Gucken wir mal. Oh, ist Wetten zu? Ja, ich will hier ist zu. Da ist ein Dings drin. Das heißt, wir müssen hier irgendwo den Schlüssel sehen. Pfeile. Ich mag Pfeile. So. Das ist noch ein Schlüssel, muss er hier irgendwo sein. Da. Eine Etage weiter oben. Da oben. Hm.
Schlüssel annehmen. Lesen. Schlüssel eines Plünderers. Ich brachte einen Sachsen dazu, um den Tod zu betteln, um davon zu erfahren. Bei der Kirche liegt ein großer Schatz. Der Weg ist versperrt, doch ich habe den Schlüssel. Sag den Jarl, dass ich mit größter Beute zurückkehren will. Das ist der Tote, von dem sie erzählt hat. Da oben ist dann nichts mehr, außer natürlich die Synchronisation. Und runter. Thank you very much. Und einmal aufschließen, bitte. Ja. Schatz. Waldkartensammlung. Okay, und natürlich einmal den Schatz mitnehmen. Haben wir das auch schon mal. Wir haben hier tatsächlich noch eine Quest. Das würde ich tatsächlich auch noch machen wollen. Na, dann müssen wir einen Überfall machen. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir wollen ja auch immer der Hauptquest immer näher kommen, ne, meine Lieben? Dementsprechend. Moment, da hinten müssen wir hin. Die Landschaft bleibt aber auch immer gleich. Also hier ändert sich auch nichts mehr. Oh, lalala. Das ist Vata. Vata, Vata. Oh, cool. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das ist cool. Die Anomalien. Bex, da ist noch eine Anomalie. So nennen wir die also? Und noch ein Datenpaket. Soll ich es holen? Wenn es sowas ist wie das letzte, dann auf jeden Fall. Okay, was muss ich jetzt machen? Ach, die hat ja nicht nichts. Ich muss erstmal hier mich zurechtfinden. Ah, okay. Muss ich da hochklettern oder was? Kannst du denn so klettern? Ja, okay, kann sie. Okay. Oh, das war nicht geplant. Oh, das ist gut. So. Okay, ich denke mal, wir müssen hier rauf. Na, was springt die denn weiter, die Doofe? Oh. Ah. Ja, so, und da. So, dann haben wir hier. Ich springt die da nicht rauf, ich glaub's nicht. Ja, Jump and Run ist meine totale Stärke, wie ihr seht. Denn? Mein Gott. Also das ist wahrscheinlich auch noch das Leichteste von allen, was du machen kannst. Jetzt springt die da wieder daneben. Ich kriege hier meine Föhne. Meine Föhne kriege ich jetzt hier. So, das kann doch nicht so schwer sein. Darauf danke. So, dann sollst du nur einmal hier jumpen. Oh, danke. Und dann sollst du da hoch. Das war der Plan. So, einmal. Und
Danke. Mhm. Wahrscheinlich so. Ah, kommt ihr da rauf? Jawohl. Voll schweißige Hände gerade. Voll. Ja, Mann, ey, das war so mitfühlt heftig, ey. Wieso komme ich da nicht hoch? Ah, das geht runter. Okay, beim nächsten Mal. Jetzt kommt es wieder runter. Super. Ich finde das ehrlich gesagt auch mega anstrengend für die Augen gerade. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet beim nur zugucken, aber... Oh ne, jetzt kommen wieder die instabilen Dinger. Ich muss mal gucken, da ist was Instabiles. Wahrscheinlich muss ich da auch hin, ne? Weil... Oder muss ich da nach oben? Wahrscheinlich muss ich da nach oben, aber das geht ja dann so. Das heißt, ich muss hier einmal runter. Ist das die gleiche Ebene? Ja. Dann einmal rüber. Und so. Boah, meine Hände, ey. Schweiß gebadet. Und dann müssen wir den da stabilisieren. Darüber kommen wir nicht, dann müssen wir da. Nein! Ich habe X gedrückt. Das hätte ich nicht gedurft. So, jetzt müssen wir warten, bis das Ding, einer von den Dingern, wieder zurückkommt. Und jetzt. Und jetzt darauf. Super. Oh Gott. Hoch. Oh Gott, hier wird schwindelig. Okay, wir müssen da auf den Ding wahrscheinlich rauf. Nehme ich mal stark an. Ja. Das ist halt die Frage. Darüber? Ja. Okay, ich nehme an, das heißt, wir können da drauf klettern. So. Hopp. 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 Gut, dass das stabilisiert ist. So viel zur Stabilisation. Okay, das ist also mit Time. Mhm. Das heißt, wir müssen hier schnell dann rüber. Okay. Am besten, wir warten dann da gleich, bis er einmal wieder instabil wird. Da ist er jetzt gerade stabil. Jetzt ist er instabil und jetzt gleich sofort rüber. So, und dann sofort rüberlaufen. Los, hüpf. So. Okay, der bringt uns nichts, weil der ist instabil. Der wird jetzt höchstens mal kurz stabil. Ne, der geht dran vorbei. Das heißt, wir müssen da das Ding da oben drehen. Hm.
das sehen. Müssen wir jetzt hier hin drehen. Da wirft das Ding auf, wenn... Kannst du da rüber springen? Nein, okay. Ich dachte, ich mache es mir einfach. Okay, das heißt, wir müssen einmal hier. Kann ich da rüber? Einfach so? Ja, das geht tatsächlich. Aber jetzt falle ich. Ah! Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, das heißt einmal so. Dann so, der ist ja gerade stabil geworden. Und dann einmal so. Okay, jetzt muss ich darauf. Das heißt auf diesen Kiste hier. Komm, rüber. Sei still, Liebste. Lass den Strom fließen. Lass dich davon. Das ist gefährlich. Vielleicht klappt es nicht. Bis wir das Serum haben, ist das alles, was wir tun können. Darfst du den Wütenden nicht für mich fragen? Ihn um das Serum bitten? Ihn anfällen? Er würde nicht zuhören. Und eher würde ich zusehen, wie die Welt vernichtet wird, als diesem Mann den Anblick von mir auf den Knien zu gönnen. Mhm. Wow, was machst du? Bist du doof? Alter. Nochmal. So, das heißt den und dann zu. Okay, der. Nee, der verschwindet nicht. Und da musst du rauf. So. Okay. Ich bin froh, dass hier keine instabilen Dinger mehr gibt. Kannst du bitte hochklettern? Danke. Wir sind verdammt hoch. Ah. Hey, hört ihr beiden dieselben Stimmen, die ich höre? Ich weiß nicht, was du meinst. Hier ist alles ruhig. Verdammt. Naja, ich bin am zweiten Paket. Seid ihr bereit? Sind wir. Oh. Also ich fand den anderen schwer. Halt dich bereit. Also ich muss sagen, das mit den Anomalien finde ich richtig nice. Also das gefällt mir richtig gut. Muss ich ehrlich stehen. Finde ich super. Mal überlegen. Ein kleiner Umweg. Nur ein kleiner. Dass wir einmal auf jeden Fall gucken, was mit dem hier ist. Dass wir das dann so hochgehen und die Dinger noch mitnehmen. Und dann halt den Fight machen. Weil die Folge ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Dementsprechend ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht mitten im Kampf einfach... Ach so, siehst du. Ja. Ich habe gerade geguckt auf den Timer, der ist sogar fast vorbei, die Folge. Dann, meine Lieben, laufen wir jetzt noch für ein paar Minütchen Richtung Schätzchen. Kann man da rein? Nö, ne? Nein. Kannst du mal schneller machen hier? Diesen Wachen entgeht nichts. Hat euch doch gerade ausgemacht hier. Boom. Den Wachen entgeht nichts, das sehe ich nicht so. Das
So. Da ist noch. Ich muss noch mal gucken, wo der Schatz denn ist. Da hinten. Da ist er. Okay, ich muss da lang. Und hier ist auch noch ein Schlüssel. Wahrscheinlich ist es ein Dude, der den Schlüssel hat. Okay, das ist ein Tunnel. Tunnelwunnel. Nein, ist es nicht. Aber meine Lieben, ich würde tatsächlich sonst sagen, dann war es das für heute. Dann machen wir tatsächlich diesen Überfall in der nächsten Folge und schauen, dass wir so schnell wie möglich zum Oswald kommen. Nehmen aber noch die Punkte, wie ich gesagt habe, mit. Und ja, wir schauen einfach mal beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.